Ey, yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer Special-Edition von Deutschland sucht das Supereisen. Denn wir gehen international, Leute. Wir sind ja gerade nicht mehr in Deutschland unterwegs. Nein, wir sind hier auf NA. Das könnt ihr auch schon direkt daran sehen, Leute. Donald Trump Jr. ist hier auch schon am Start und versucht nicht nur Amerika außerhalb des Spiels great zu machen, sondern auch in-game, Leute. Der ist einfach am Start. Und nehmen wir mal hier so die Setups ein bisschen angucken. Wir haben hier ganz klassisch Dark Harvest. Xayah, Leute, die will natürlich stacken. Kein Green Potion auf dem Nocturne mit Electrocute, ne? Nicht so mit Lethal Tempo, wie man das hier sonst eigentlich erkennt. Gragas mit Guardian, I guess. That's fine. Könnte schlimmer sein. I guess. Sonst sieht mir doch der Rest hier ein klein wenig normaler aus. Starter-Items sind hier auch irgendwo total okay. Ich glaube, ich sehe hier gerade gar kein Problem. Nope, da ist einfach alles da. Und da geht es jetzt hier auch schon eben einmal direkt los, Leute. Ne? Der Heimerdinger hier in der Mitte. Schön am Pushen gegen die Katarina. Ich bin mal gespannt, wie das in der Mitte ausgeht. Ich glaube, das müsste eigentlich Heimerdinger gewinnen, wenn wir mal so ein bisschen darüber nachdenken. Einfach nur, Leute, weil der Heimerdinger Exhaust hat. Wenn sie reinjumpt, ist sie tot. Auf der Top-Lane wird ihr schon mal getradet. Das sieht aber schwierig aus. Also im Normalfall ist das ein Irelia-Favorite-Matcher. Oh lol, Leute, Level 2 Gehilde geht ja auch schon mal direkt rein. Die Q ist da, ein letzter Order geht hier aber eher aufs Minion und nicht auf den Nader. Flash den nochmal ziemlich safe raus. Jin für der Schuss, zack, der connected. Oh lol, der ist tot. F. Leute, ihr könnt YouTube-Kommentare aufmachen. Oh lol. Oh nein. Hier, sie geht nicht dafür. In der Mitte wird ihr gepusht. Jin hier schon mal sehr schön am Traden. Kein Counterplay ist gerade da. Der Damage, der ist hier juicy. Lol, wir hatten der Zyrus denn noch gehittet? Lol, Xayah schon mal mit dem etwas frühen Heal. Einfach nur, um den Schaden hier etwas abzuwehren. Leute, dieses Matchup ist eigentlich sehr Irelia-favored. Ich weiß aber nicht, ob die das hier in Iron nicht gespielt bekommen. Und damit ihr es wisst, Leute, der Average Game Durchschnitt hier ist Iron 1. Na, geht ihr direkt rein. Seine volle Bombo-Kombo auf die Irelia, auf ihre W, Leute. Und beide traden hier Ortec für Ortec. Irelias E sollte, glaube ich, gleich ready sein, wenn ich mich nicht irre. Und dann ist sie vielleicht in der Lage, ihn umzubringen. Flash raus. E-Connected Q, Double Q mit dem Ortec. Der Kill ist da. Hier unten der Jin. Der W-Snare ist drauf. Ein Ortec für den Kill. Nochmal dem Gragas hier ein klein wenig Damage zurückgegeben. Shaco oben auf der Top-Lane. Der Kill auf Irelia sollte da sein. Nutzt ihre W, Leute. Kann er nicht mehr viel Damage abwehren. Ignite ist da, Irelia, die läuft. Ihr Stun. Ist er ready? Kann sie noch wegkommen? Ich denke nicht. Es sieht schlecht aus. Der Stun connected. Shaco noch eine Kuh, Leute. Eine Kuh und er kommt ran. Hier wird getradet. Sie nutzt hier ihre Kuh. Nope. Stirbt hier einfach, Leute. Keine Chance, das Ganze nicht zu überleben. Shaco holt sich einfach den Kill da oben auf der oberen Lane zurück. Kleines Problem, Leute. Die Irelia ist monstermäßig gefeedet. Dem nah gegenüber. Wir können die Geschwindigkeit ein klein nicht erhöhen. Beide Jungle treffen sich oben auf der Top-Lane. Hier unten schon nochmal sehr. Ein sehr guter Trade. Also ich muss sagen, wenn der Gragas da nicht langsam rangeht, wird das hier schon sehr, sehr kritisch. Heimerdinger in der Midlane, kein Mana mehr, sehr großer CS. Er muss ja nicht mal selbst farmen, Guys. Er muss nicht mal selbst farmen. Nein, er sagt Turret go. Und wenn er Glück hat, farmen die Turrets gut. Besser als er. We don't know. Aber da wird, denke ich mal, auch gleich basen. Irelia hier nochmal mit dem Recursive Bow. Oh, Leute, das Exhaust wird hier ziemlich früh gezogen. Katarina geht rein. Der Gragas wird hier unten ebenfalls als Engage-Tool endlich mal vernünftig genutzt. Exhaust ist gezogen, Heal ist gezogen. Jin hat nicht mehr viel Leben. Hat die Zyra gerade geflasht? Oder? Hat sie geflasht? I don't know, aber... Okay, da wird nichts mehr gemacht. Der Play ist hier zu... Leute, schaut euch mal den Farm an, den Jin und Xayah haben. Xayah ist die ganze Zeit unter Pressure, spielt 1 gegen 2, hat solide 18 CS... Aber der Jin, der volle Controller hat, der hat 16 CS, Guys. Und dann ist der Heimerdinger. Like, der farmt nicht mal selbst. Guys, was ich euch damit sagen möchte, spielt Heimerdinger Yorick, ihr müsst nicht mal selbst farmen. Oh, Leute, oben ein schöner Sidestep hier vom Nah. Geht auch bald in die Megaform. Nicht vergessen, Nah wurde leicht genervt, der Offensive Patch. Irelia chase das Ganze nochmal hinterher. Hat er nicht ready? Nah jumpt hinterher. Vielleicht ein Auto-Tech noch. No, oh, warte mal, Irelia möchte weiterfighten. Der Stun ist drauf. Shaco chillt. Shaco chillt. Shaco chillt. Hä, Shaco läuft jetzt weg, oder was? Kill doch die Irelia, Mann! Der Stun connected, das Mark ist drauf. Irelia sollte gleich tot sein. Die Naku ist da drauf. Zack. Er wartet einfach auf den Killstil, oder was? Holy shit. Holy shit. Na, Boomerang sitzt nicht. Slow kommt nicht drauf, aber selbst wenn, hätte der Shaco hier nichts mehr hinbekommen. Oh, das sieht ja unten aber sehr saftig aus wie die Xayah, ne? Leute, der Dark Harvest Deck hat sie sich hier schon bereits abgeholt. Oh, lol, warte mal, der Jin kriegt ja auch nochmal einen zurück. Das hätte hier ein bisschen knapper sein können, wenn ich ehrlich sein soll. Es sah schon leicht gefährlich aus, aber der Jin fällt gerade mega behind. Der fällt gerade... Warte mal, war der Heimerdinger nicht schon in der Base? Der ist immer noch nicht Base gegangen? Lol, der chillt hier noch... Der stellt halt einfach noch einen Tower hin. WTF... Okay, Leute, Zyra 1 gegen 2 hier auf der unteren Linie. Gragas steppt schon mal vor, versucht ein bisschen zu zone. Der Snare connected nicht. Das Game will hier etwas langsamer. Wir haben ja auch ein bisschen Zeit, über dieses Spiel hier einfach nochmal zu reden.
Und also ich muss sagen, ich finde Irida gar nicht so bad. Ich rede gerade darüber, dass ich jemanden nicht so bad finde. Katharina macht einfach Ulti. Also ich finde Irida actually völlig fein, to be honest. Also, ist fein, ne? Mir ist aber eine Sache aufgefallen, dass es gibt so Champions, die einfach sehr gut lasten können. Und da haben die Leute in der Regel auch einen guten Farm. Ja, Irida mit ihrer Q, problemlos die ganze Zeit am Last-Hitten. Zed mit seiner Passiven, problemlos die ganze Zeit am Last-Hitten. Heimerdinger mit seinen Turrets. Das sind Champions, die Elo-unabhängig immer sehr guten Farm haben. Und wenn wir auch mal auf diesen Farm-Aspekt ein bisschen achten, wenn wir uns mal die Midlaner anschauen, Leute. Der Heimerdinger hat ja einfach 150 Gold-Lead. Einfach nur, weil er mehr CS hat. Ist ein halber Kill. Also, würde ich annehmen. Oh, oh, Leute, Irida hat gerade ihren Q-Reset verkackt. Der Narr, was macht der überhaupt? Der läuft einfach. Der chillt. Irelia haut hier ihren Stunt schon mal raus. Ja, schon mal ziemlich nice hier für den Nah. Hat hier jetzt ein bisschen wenig... Also dieser Zyra-Skin, der ist so hässlich einfach. Der ist so unglaublich hässlich. Meine Fresse. Imagine, du freust dich darüber, dass dein Champion neuen Skin bekommt und dann ist er hässlich. So, what's this? Okay, beide Jungler aber noch sehr passiv, ne? Beide Jungler noch recht passiv. Der Gragas geht hier unten auf den Jhin drauf. Der Snare sitzt von der Zyra. Follow-up-Snare nochmal hier vom Jhin. Filterschuss ist sich da. Extra Dark Harvest Deck für die Xayah. Oh, die Zyra ist sehr low geworden, Leute. Will man da noch drauf? Oh mein Gott, Leute! Wunderschöne Gragas-Ulti hier! Und der Infamous Bacon, der stirbt hier. Donald Trump Jr. in der Zwischenzeit hier schön weiter pushen in der Midlane, Leute. Ey, der Yugabza. Der Yugabza, meine Freunde. Schöner Gragas. Schöne Ulti. Der fängt an, Eier zu bekommen. Der geht rein, Leute. Der recallt auch hier erstmal. Oh, oh, Leute. Donald Trump Jr. zieht da seinen Exhaust. Der Stun ist drauf. Mega tötet. Macht die saftigen Damage. Katharina muss raus. Fashion Doctor mit seiner Ulti. Er kann hier wieder in seine Türme rein. Und nope, Leute. Niki Bambino sagt einfach nope. Nicht mit mir. Ich chase da einfach hinterher. Und dann hat er sich auch den Kill abgeholt. Er war schöne Arbeit hier von Donald Trump Jr., muss ich auf jeden Fall sagen. Hat er hier wirklich sehr, sehr, sehr nice gemacht. Also wäre der Nocturne nicht da gewesen, sehr schöne Pressure. Ihr redet ja oben, der Stun Connect, Leute. Geht hier einmal drauf mit einer vollen Combo. Kommt ihr nicht weiter hinterher. Passives vollgesteckt. Danach hat ihr keinen Jump mehr. Und sie Ortec. Und Ortec. Ulti mit der Q. Follow-up Q nochmal. Ich glaube, eine weitere Q von ihr sollte noch ready sein. Und jumpt hier aus dem Tower raus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier ein Smurf ist oder nicht. Xayah geht rein mit ihrer Ulti. Der Burst ist da. Dark Harvest Stack nochmal. Für das Scaling. Für das Late Game. Wunderschön gespielt, Leute. Wunderschön gespielt. Hätte man hier noch weiter committen können? Maybe. Hätte man das machen müssen? Nope, Leute. Der Dark Harvest Tank wurde hier abgeholt. Katharina jumpt rein, Leute. Ihre Ulti ist ready. Und sie nutzt sie hier auch einmal ein bisschen vernünftiger. Ein letzter Jump nochmal hinterher. Nope. Ist, glaube ich, auch nicht ready gewesen, wenn ich mich nicht irre. Oder maybe doch. Nope. War nicht ready. Und Donald Trump Jr. kommt ja mit der Hilfe seiner Wähler einfach nochmal ganz knapp hier raus. Knappe Geschichte. Hat er gerade... Okay, es war nur eine normale Q. Shaco am Drachen. Oh, der stirbt, der Arme. Der Arme. Kann man überhaupt am Drachen sterben? Hä, müsste er nicht mega strong dafür sein? Doch, er hätte ihn smiten müssen. Er sich hochgehen und hätte ihn dann fertig gemacht. Glaube ich. Glaube ich, I guess. Also ich weiß jetzt nicht, ob Shaco der beste Drachenmacher ist. Aber ich glaube, kein Jungler könnte eigentlich jetzt am Drachen sterben, to be honest. Oh, oh Leute, oben... die Irida macht aber mega saubere Kombos. Also... Ich finde die nice, actually. Ist das ein Schlumpf? Jetzt mal kurz nachgucken, guys. Ihr könnt ja einmal euch die normale Geschwindigkeit nochmal geben. Kite 14... Level 58. Iron 2, 41% Winrate. Und seine Irelia ist overall fucking bad. Aber er hat guten Farm. Aber er hat guten Farm. Scheiße, ich habe den Play jetzt gerade nicht gesehen. Aber er war bestimmt gut. Er war bestimmt gut. Like, die Irelia macht echt guten Stuff. Das lasse ich hier. Oh, Leute. Rift Herald wird in der Mitte gezogen. Beide Champions sehr low. Heimerdinger ist hier, hatte ebenfalls nicht mehr so viel Leben. Und der erste Tower sollte auch hier an Kite 14 gehen. Wie es gerade aussieht. Er ist der 14. in seiner Familie, Geist. Was hätte er die 14? Oder ist er 14? Ey, jetzt mal ganz ehrlich, Chat. Oder YouTube-Kommentare. Habt ihr Nummern in eurem Namen? Und wenn ja, wofür stehen die? Wofür stehen die? Sind die random? Oder irgendwie Monat, wann ihr geboren worden seid? Wofür steht das? Das würde mich mal interessieren. Oh Leute, Irida hat ihr Borg schon mandet. Der Nah ist hier noch Geringverdiener. Hat hier nur seine Ninja-Tabis fertig. By the way, die Schuhe werden auf ewig Ninja-Tabis heißen. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Oh Leute, und sie geht hier rein, Leute, die E connectet nicht. Nah jumpt hier wieder zurück, möchte Damage machen, seine Ulti E ist ready, haut sie hier gegen die Wand und disengaged den Fight. Die Ulti hätte er sich hier auch gleich sparen können. Heimerdinger, sehr schön am Pushen, zieht er nochmal seinen Turret für extra Damage auf den Turm. Kriegt er noch das Plattengold? Kriegt er es noch? Nope.
Sieht ja nicht ganz so nice aus für die platte Schmatte. Na, trade hier nochmal zurück. Kauft sich hier so viel Zeit und Pressure wie möglich. Jetzt möchte Nocturne den Drachen angehen. Shaco ist oben, Leute. Level 6 gegen Level 9. 2 gegen 1. Das da links ist der Klon. Ignite wurde gezogen. Na, macht noch gar nichts. Und der echte Shaco stirbt hier einfach ziemlich, ziemlich schnell weg. Irelia E ist drauf, Leute. Keine Kuh auf die Puppe machen. Also, irgendwas stimmt mit dem nicht. Irgendwas stimmt mit dem legit nicht. Like, he's too fucking good, no? Der ist Iron negative Winrate. Warte, lass mal kurz nachgucken, ob die Summoner Spells da gechanged worden sind. Guys, ihr müsst euch hier das Commentary erstmal für euch selbst machen. Flash ist immer oben. Moment. Oh. Oh, da lässt sich Elo boosten. I see. Guys, ganz einfach. Ganz einfach zu erkennen. Er hat Flash hier oben. Und jetzt hat er Flash hier unten. Und immer wenn Flash unten ist, performt er mega gut. Like, look at this. Look at this. Und das hier ist er generell. Flash ist oben. Bad. Flash ist oben. Bad. Flash ist oben. Klar, man kann auch mal ein gutes Game haben. Aber ihr wechselt doch nicht einfach die Summoner, also die Position. Das macht man doch nicht einfach so. Natürlich gibt es so einige Kombinationen, da hat man das. Aber ihr habt Flash, Smite immer gleich. Und jetzt hier. Und jetzt hier. Und jetzt hier. Und jetzt hier. Like, this guy is most likely getting boosted. Most likely is getting boosted. Vielleicht nicht von einem Mega-High-Elo-Spieler, aber ich lasse das mal so stehen. Ich lasse das mal so stehen. Das sieht mir aber nicht aus wie ein Iron-Spiel mit negativer Winrate. Vielleicht hat er mal so das Game seines Lebens. Oh, warte mal, Nocturne-Ulti. Oh, Leute, der läuft ja auch schon direkt raus, ne? Der Donald Trump Jr., der weiß, was hier abgeht einfach. Der weiß, was hier abgeht. Okay, in der Mitte wird gefarmt. Die Irelia, die hat Bock. Like, komm, sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich. Wenn er jedes Game so spielt, ist er, keine Ahnung, müsste man halt mal nachgucken, wie er dann umgeht, wie die anderen Spieler sind. Aber das ist not bad. Ne? Ich sag jetzt nicht, dass es Diamond ist oder so, aber könnte so Gold sein. Hey, Platin. Okay. Unten der Gragas, seine Ulti. Ah, die war leider noch nicht ganz ready. Hier oben wird schon weitergefahren. Komm, der geht da Tower Live. Like, let's be fucking real. Let's be fucking real. Okay, Leute. Zurück zu unserem Game. NA hat ja schon mal einige Überraschungen für uns, ne? Kein Wunder. Unranked to Challenger und Co. Ist auf NA sehr populär. Wenn man schon bad ist, versucht man irgendwie anders zu kompensieren. Das sollte hier auch in Ordnung sein. Oh mein Gott, guys. Is that Nightblue? Haben wir Nightblue gefunden? Haben wir Nightblue gefunden? Ey, beide Jungler sind die actually fucking useless, oder nicht? NA lässt Jungle balanced aussehen. Like in Low Elo, also in EU, picken die wenigstens Yi und Snowball dann halt mega durch. Okay, Nocturne gönnt sich den Herald. Zwei Items, Irelia. Sehr, sehr, sehr strong, Leute. Sehr mächtiger Power Spike. Das Blade auf dem Nocturne hier ebenfalls beendet. Beide Jungler treffen sich auf der oberen Hälfte. Beide Botlanes, mehr oder weniger, actually super slow. Aber whatever. Lol, Nocturne gönnt sich den Rift Herald. Shaco wurde gespottet. Irelia chasen hier auch schon mal mit. Danach versucht er seinem Team zu helfen. Heimerdinger chillt einfach in der Mitte, stellt einen Tower hin. Er assertet einfach seine Dominance. Haut alles raus, was er hat. Irelia, E ist da, Leute. Wird ihr direkt exhausted. Die E connected nicht. Die Heimerdinger Ulti ist weg. Leute, stellt einfach einen Tower hin. Der stellt einfach einen Tower hin und gibt einen Fick drauf. Kann man mal machen. Zweiter Rift Herald für den Nocturne. Oh, oh, Leute, Shaco jumpt rein, wird gecatcht von der Irelia. Die ist 3 Level, mega gefeedet. Ihre Ulti, ihr hittet 2 Leute. Heimerdinger ist markiert, eine Kuh noch. Zack, der Kill wurde abgeholt. Der Nocturne geht auf den Nah, ist im Tower, kommt er da raus. Der Snare der Zara hittet leider nur die Katharina. Hält sie aber auf. Irelia ist drin, der dritte Kill wurde abgeholt. Platin. Er hat jetzt gerade sein Skill-Level von Gold Platin auf Platin Diamond erhöht. Aber NA. Aber NA Platin Diamond. Also EUS Silber quasi. Oh, oh, ja, der hat Bock. Der geht einfach rein. Der Kill wird hier einfach abgeholt. Das Heal wurde hier gezogen. Der Jhin kommt nochmal raus. Der Snare connected nicht. Die Irelia Q ist nicht ready. Maybe in gleich in ein paar Sekunden. Zack, da ist sie. Und der zweite Kill wurde abgeholt, Leute. Was für ein fucking Lelek. Imagine, guys, ihr seid so bad, ihr müsst euch aufs Iron rausboosten lassen. Also, wisst ihr, wenn man sagt, ey, ich bin Platin 1, Platin 2, ich komme nicht hier, ich will noch Diamond haben. Nicht, dass es Elo-Boosting besser macht, ne? Aber so, ja, da kann es schon schwieriger sein, wisst ihr? Aber, like, aus Iron rausboosten lassen, like, come on, Bro. Wenn du dieses Game competitive spielst, oder wenn du sagst, ich will wirklich höher kommen, kann man auch so rauskommen? I mean, und wenn du halt aus Chillen spielst, dann lässt du dich nicht boosten. Versteht ihr, was ich meine? Oh, oh, Leute, Donald Trump Jr., Leute, für ihn wurde einfach nicht mehr gewählt. Katharina, Leute, stürzt. Ey, warte, das war ihr erster Solo-Bolo-Kill. Krass.
Glückwunsch. 17 zu 4, Leute. Für das blaue Team. Kragas Ulti connectet hier nicht ganz. Zarya denkt sich, yo, komm Bruder, ich geh trotzdem mal rein und sterbe. Irelia Ulti ist drauf und die läuft hier einfach gerade jeden Spieler einfach so easy peasy runter. Ich denke mal, das Game endet auch gleich. I don't know. Entweder FFen die. But I don't know. NA ist weird. Wie können die hier nur so langsam spielen? Like, also jetzt legit. Nice Gragas Flash. Die spielen hier mega langsam, oder? Oh lol, die Xayah, guys. Schön gemacht. Ein letzter Auto-Tag würde hier noch fehlen, dass ich hier dort den Kill einfach nochmal abholen könnte. Heimerdinger mit seiner Ulti. Oh, da ist noch Auto-Tag da. Leute, die Shaco-Puppen machen hier ein bisschen Damage. Hat er keine Turrets mehr? Oh mein Gott! Der Flash on Play! Okay. Ich spule hier vor. Das Game sollte nicht mehr lange dauern. Irida sollte ich auch gleich die ganze Base einmal komplett runterlaufen. Und bevor hier irgendwelche Leute sagen, ey, sind wie. Alles ist verkacke, das Smurf, Edo-Boost, was weiß ich. Also Smurfs bemerkt ihr eh nicht mehr so viele, aber Edo-Boosten ist halt echt dreckig. Edo-Boosten, gerade in dieser Ulti, in dieser Elo finde ich mega dreckig. Nicht, dass Edo-Boosten generell nice ist, so wenn ihr höher in der Elo seid. Aber, like, guck mal, imagine, ihr seid Diamond, ihr boostet jemanden von Gold auf Platin. So, okay, dann fightet ihr gegen den Jugendlichen. Wisst ihr? Aber wenn ihr Diamond seid und in Iron spielt, dann fickt ihr neugeborene Babys. Like, das tun wir hier nicht, Guys. Das tun wir hier nicht. Das ist nicht nett. Okay. Das Game neigt sich dem Ende. Oh, sehr schöner Burst hier vom Jhin. Hat auch hier sein erstes Item gerade beendet. Den Nah, Leute, macht hier klein wenig Poki-Poki auf die Xayah. Oh, warte mal, wird gerade aus Poki-Poki. Gerade Damagey hat hier Geld vorgezogen. Kommt ja nicht mehr, sondern nicht gut weg. Der Nah prockt die ganze Zeit seine W-Passive. Gragas ist da, geht rein. Der Star vom, der Stun vom Nah connect einfach. Jumpt hier auf die Xayah drauf, kickt sie gegen die Wand. Oh nein, hat die Wand wohl doch nicht gehittet. Die Q connectet nicht, Leute. Da fehlt noch ein bisschen Damage. Strikebreaker into W, kommt irgendwas nicht ran. Wird hier noch exhausted. Der Nocturne ist da, um Zeit zu kaufen. Und setzt den 4 nochmal drauf. Xayah gönnt sich einen Dark Harvest Deck. Hat das Ganze hier noch meisterhaft überlebt. Mit allem, was hier in ihrem Kit zur Verfügung steht. Der helle Stern, Guys, bekommt ihr nochmal sein Support-Item ein bisschen geupgradet. Kann man sich mal gönnen. Der finale Push sitzt hier wohl auch gerade an. Xayah-Ulti wird gezogen, damit sie stirbt. Heimerdinger Granate ist da. Stun auf dem Gragas connected. Irida dive in die Backline rein. Holt sich hier ihre ganzen Decks. Die cool Leute, die hat's ja connected. Oh, Ulti ist drauf. Ah, lol, hat der Ortec viel Damage gemacht. Krass. Am Ende ist auch 10 Level ahead gefühlt, ne? Heimerdinger platzt hier einfach wie eine Senfgurke im Glas, die man in einer Mikrowelle rein. Senfgurke. Im Glas, nicht in die Mikrowelle reinstecken, Guys. Kann explodieren. Passt auf. Und, Guys, sie ist gleich wieder full life. Oh, lol, Leute, Katharina jumpt rein mit ihrer Ulti. Sehr schöne Combo. Holt sich hier den ersten Kill ab. Sehen wir hier noch mehr Resets. Ignite ist drauf. Schafft das noch in die Base. Irelia Q scheint, glaube ich, nicht ready zu sein. Und nope. Oh mein Gott! She's stupid. Donald Trump Jr. You stupid. Aber yo, Leute, das war mal ein bisschen Special NA-Edition. Ich habe nicht viel erwartet von NA und ich bin trotzdem enttäuscht worden, Leute. Kann man nicht so viel machen. Aber hey, vielleicht haben wir hier einfach ein komisches Game erwischt. Kann natürlich auch sein. Aber yo, Leute, ich werde mir wahrscheinlich ab und an mal immer mal so NA mal reinwerfen. Vielleicht finden wir da was Cooles. Vielleicht soll ich auch nochmal andere Regionen reinwerfen. Wenn es eine Region gibt, wo ihr wollt, dass wir uns die anschauen, die nicht Korea ist oder nicht China, auf die komme ich halt leider nicht drauf, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich bin dann auch erstmal weg, Leute. Tschö, tschö. Hau die rein und bis zum nächsten Mal.